Geil, ey. Ich kann jetzt bis nach Timbuktu laufen und ihr hört mich immer noch. Ja, wir haben ein neues Mikrofon. Ich hoffe auch, dass das auf jeden Fall jetzt ein bisschen einfacher wird, was die Vlogs angeht. Vor allem kann ich jetzt auch während ich schleife oder was weiß ich was euch hinstellen und kann einfach darüber reden, was ich gerade mache, um euch ja vielleicht auch das Lackieren ein bisschen näher zu bringen. Das wäre doch auch mal geil, oder? Nicht nur Video-Tutorials, sondern auch, wie kann ich zu Hause in meiner Garage ja mein Auto lackieren. Ist doch auch mal geil, oder? Ja, meine Lieben, ich habe euch gesagt, wir müssen weitermachen am E46-Projekt. Und ich habe euch da eigentlich gesagt, dass wir ja hier den Kotflügel weitermachen müssen. Es ist viel passiert. Ich habe das eigentlich schon vorweggenommen, habe den Kotflügel schon fertig gemacht. Und ja, das Ding hängt jetzt dran. Wir haben dann mit 10% Verdünnung gearbeitet. Das hat auf jeden Fall 1000-mal besser funktioniert. Auf jeden Fall. Heute müssen wir mal was ausbessern, was ich wirklich verkackt habe. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar geht es um das Teilstück hier. Ich hatte ja hier eine Menge Struktur drin und hatte halt das Problem, dass ich beim Schleifen, beim Rausschleifen der Struktur, ja, hier hinten an der Stelle ein bisschen durchgeschliffen habe. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen das Ganze Ding jetzt hier bis zu dieser Kante. Deswegen hatte ich überlegt, machen wir heute ein Video, wie lackiere ich überhaupt bei. Das hier ist eine Teillackierung, beziehungsweise es fällt auch unter Beilackierung. Einlackieren wäre nochmal was anderes. Das wäre, wenn wir nur hier Farbe raufpitchen. Das wäre einlackieren, beziehungsweise auch Farbton angleich ist einlackieren. Aber hier ist jetzt ein bisschen was anderes. Das hier ist auch ein Beilack, weil wir hier nur bis hier zu der Kante und zu der Kante gehen werden. Ja, das heißt, wir lackieren jetzt nicht die komplette Seitenwand nochmal neu. Da hätte ich echt keinen Bock drauf. Es ist gut, dass wir das hier schon mal poliert haben. Das ist auch wichtig, damit wir hier gleich nach dem Lackieren eine schöne Abrisskante kriegen, die nicht zu scharf wird. Die müssen wir dann nämlich später auch nochmal polieren. Aber da gehen wir gleich drauf ein. So, das, was wir jetzt erstmal machen werden, ist, ich werde den Hobel jetzt erstmal wieder reinschieben. Ihr seht auch, wir haben endlich hier die Leisten ab und auch endlich an der Tür die Leisten ab. Ja, das mit der Tür kommt ein bisschen zu spät. Ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Das ist auch der Grund, warum ich das vornherein nicht machen wollte. Das sind die Leisten. Das war aber klar, dass die beim Abziehen kaputt gehen werden. Das sind neue bestellt. Die dürften morgen oder übermorgen kommen. Wir machen es auf der anderen Seite anders. Da gehen wir wirklich bis hier hoch, da kleben wir die Leisten nicht ab. Ich habe jetzt eh neue Leisten bestellt. Ich überlege auch, die schwarz zu machen, à la Shadowline. Wird ein bisschen schwierig, weil es chrom ist. Sei mal so dahingestellt. Ja, jedenfalls, was ist jetzt Phase? Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ist eigentlich prinzipiell ganz einfach. Ich roll jetzt erstmal das Auto wieder rein, damit wir schön, ja, ich sag jetzt mal, schleifen können. Ich möchte die Nachbarn heute mal nicht stören. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Ich habe halt, wie gesagt, den Kotflügel schon angebaut und die Farbe passt auf jeden Fall auch mit 10% Verdünnung. Sieht ganz gut aus. Das heißt, wir werden jetzt auch bei 10% Verdünnung bleiben, wenn wir lackieren. Leute, ich habe so viel neues Zeug, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Schönste, wenn wir jetzt hier neue Schrauben für die Kotflügel, ich finde die richtig geil. Ich finde die richtig, richtig geil. Die können auf jeden Fall was. Ich finde die echt nicht schlecht. Ja, jedenfalls will ich nicht mehr lang quatschen. Ich roll jetzt das Auto rein. Erkläre euch dann mal, wie man vernünftig beilackiert. Dafür werdet ihr einiges brauchen. Zeige euch, wie man am besten abklebt und, damit ihr es zu Hause vielleicht mit der Dose oder sonstigen auch mal nachmachen könnt. Genau. Da funktioniert das nämlich genauso. Achtet nur darauf, dass wenn ihr mit der Dose lackiert, dass ihr im Acryl-Lacksystem oder Wasserbasis-Lacksystem bleibt und auch ja, Acryl-2-Komponenten-Klarlack verwendet, weil falls Scheiße passiert, glaubt mir, ihr werdet sehr dankbar dafür sein, dass ihr in diesem Lacksystem geblieben seid. Oh, so, ihr seht, ich bin fleißig am Schleifen, weil wir natürlich auch die Struktur rausbekommen müssen. Genau, wir haben jetzt alles einmal mit 500er angeschliffen. Und jetzt greife ich nochmal zum 800er Schleifpapier und gehe jetzt hier nochmal rüber. Auch hier schön an die Kante lang, weil die Kante müssen wir ja mitlackieren. Ist auch ganz gut, dass wir das jetzt nochmal neu machen müssen, in Anführungszeichen, weil das dann hier oben mit den Streifen schöner wird am Ende. Ja, wichtig ist, dass ihr, wenn ihr nochmal beilackieren müsst,
oder generell beilackiert. Naja, sagen wir mal, ihr habt was verkackt und ihr wollt jetzt so beilackieren, wie ich es jetzt gerade tue, ist es eigentlich wichtig, dass ihr ja die alte Struktur und so alte Kanten oder sowas, dass ihr das wirklich rausschleift. Könnt ihr ruhig 500er nehmen, das reicht bei der Farbe zumindest. Bei Schwarz würde das auch noch funktionieren. Bei Silber würde ich euch davon abraten. Da würde ich dann wahrscheinlich 800er nehmen oder so. Und wichtig ist, dass wir hier wirklich versuchen, wieder einen Übergang reinzubekommen. Das ist jetzt die Abrisskante vom alten Klarlack. Und da schleifen wir jetzt einen schönen Übergang rein. Das geht so. Das ist okay. Hier müssen wir jetzt vorsichtiger sein, weil hier das Design ist. Aber das passt schon. Das ist okay so. Ja, wenn wir das erledigt haben, wie gesagt, nehmen wir uns 800er. Haben die Struktur jetzt weitestgehend rausgeholt. Schleifen jetzt hier nochmal mit 800er nach. Könnt ihr auch Pad nehmen oder was weiß ich was. Hauptsache ist, dass das hier nochmal vielleicht ein bisschen nachschleift. Hier gehe ich gleich nochmal mit dem Exzenter lang. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich nicht in den Kotflügel reinschleifen wollen. Den wir jetzt nach dem 5. Mal lackieren, hoffentlich endlich soweit haben, dass ich sage, okay, das passt, das kann so bleiben. Das ist jetzt okay weitestgehend. Jetzt gehen wir hin. Ich habe dafür graues Pad, nehmen uns 1000er. Ja, Nassschliff ist halt eigentlich ein bisschen outdated. Macht man eigentlich nicht mehr. Muss trotzdem manchmal noch, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Und jetzt gehen wir hier auch an den Kanten lang so ein bisschen. Das Spannende wird dann aber das Abkleben. Ihr müsst halt euch vorher Gedanken machen, wo haben wir Kanten. Ja, weil hier werden wir abdecken, hier werden wir abdecken. Das heißt, hier an die Kante da reinschleifen, wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Ja, jetzt haben wir das fertig. Jetzt heißt es sauber machen. Oh nein, Ramin, das sind aber Poliertücher. Nein, das sind keine Poliertücher. Ich habe mittlerweile neue fürs Polieren. Haben auch eine neue Politur. Ich hatte ja die Sonax-Politur, sind jetzt umgestiegen auf die Politur von Kochchemie, weil die echt geil sein soll. Jetzt haben wir es einmal oberflächlich sauber gemacht. Jetzt gehen wir hin, vorm Abkleben. Nehmen wir nochmal Silikonentferner. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Die einen machen das gerne so, dass sie es halt direkt auf das Bauteil drauf sprühen. Die anderen halt lieber gerne direkt in den Lappen. Ich mach's mal so. Also wenn das Bauteil echt exorbitant dreckig ist, dann hau ich es auch aufs Bauteil drauf. Wenn wir es sauber haben, wollen wir natürlich auch hier die Kanten sauber haben, weil wir wollen natürlich auch saubere Kanten beim Lackieren. Und das macht keinen Sinn, wenn wir uns jetzt hier übelste Mühe geben und die Kanten dann aussehen wie... So, jetzt machen wir noch die angrenzenden Teile ein bisschen sauber. Die Flächen, wo wir abkleben werden, müssen wir sauber machen. Ihr seht, wir haben das jetzt hier alles mal so... Ja, abgedeckt quasi. Jetzt decken wir mal die Heckleuchte ab. Hier ist wichtig, dass ihr halt nicht in den Lack reinklebt. Beziehungsweise nicht in die zu lackierende Fläche. Heckklappe zu. Und jetzt ziehen wir hier das Klebeband vorsichtig weg. Vorsichtig ist das Stichwort, weil die Kante sonst hier so lala wird. Aber ihr müsst beim Lackieren da auch noch auf ein, zwei Kleinigkeiten achten. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir lackieren. Wir machen das jetzt hier genauso. Hier gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, wie wir es am Anfang gemacht haben, dass wir hier genau auf die Dichtung gehen mit einem Band, was wir wegziehen können. Machen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht hier. Hier kleben wir jetzt genauso. Geht einfach schneller. Und das reicht auf jeden Fall. Genau, und dann müsst ihr noch so Lücken, müsst ihr auf jeden Fall zumachen. Hier sowas, weil Farbnebel ist echt ein Arschloch. Das Zeug kommt euch überall durch, reingekrochen und was weiß ich was. Ihr seht schon, das Klebeband ist jetzt auf jeden Fall auch ordentlich auf Spannung. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall haben möchten. Hier machen wir das selber an der Tür. Hier gibt es gibt halt immer mehrere Varianten, mehrere Wege führen nach Rom. Das Sprichwort kennen wir ja. Die Variante bietet sich jetzt einfach mal gut an. Es ist die einfachste, es ist die günstigste Variante. Da braucht ihr nicht viel Spezialklebeband oder so, sondern da reicht das wirklich mit dem Klebeband, was ihr da habt.
Und ihr werdet eigentlich prinzipiell, werdet ihr ein ähnliches Ergebnis bekommen. Und das ist halt genau das Schöne daran. Ja, hier machen wir es jetzt anders. Hier hättet ihr jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, gut, wir machen das jetzt auch so. Mache ich nicht, weil wir dafür ein spezielles Klebeband haben. Hier sind wir hinter die Dichtung gegangen. Hier sind wir hinter die Dichtung gegangen, beziehungsweise in die Dichtung. Dann haben wir hier Klebeband gegengeklebt und haben es weggezogen und umgelegt. Genauso wie wir es hier oben an der Dachkante gemacht haben. Ihr seht auch hier, ne, das ist schön quasi knapp hinter der Rundung, knapp hinter der Kante, so wie es sein soll. Hier können wir ein bisschen rougher sein, hier ist es nicht ganz so übel, weil hier kommt eh die Leiste drüber. Genau. Hier haben wir scharf abgeklebt auf der Dichtung, das geht hier, das ist in Ordnung. Hier haben wir es genauso gemacht wie beim Rest des Autos. Ja, hier haben wir noch nicht fertig geklebt, hier kommt ein Spezialklebeband drüber, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und auch hier haben wir es umgelegt. Ja. Da hätten wir auch mit dem Spezialklebeband arbeiten können, da hätten wir aber noch Schaumstoff zusätzlich benötigt, den wir hier reinmachen, damit da kein Farbnebel durchzieht. Sorry, wenn ich so viel schniefe, ich bin irgendwie übelst eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich krank werde oder ob es die Pollenallergie ist. Ich weiß es nicht. Man munkelt. Wir schmeißen jetzt die Folie drüber und kleben dann den Rest ab und dann ist eigentlich auch schon good to go. So, ihr seht, wir haben die Folie jetzt draufgeschmissen. Und jetzt müssen wir clever überlegen, jetzt müssen wir nachdenken. Jetzt brauchen wir erst das Band hier und jetzt müssen wir mal gucken, weil bei dem Band gibt es zwei unterschiedlich dicke Kanten in der Regel. Hier geht's, hier sind beide gleich dick. Und das Band kleben wir jetzt quasi unten gegen die Kante. Drücken wir jetzt nochmal schön an. Und jetzt gehen wir hin. Ach, meine Knie, Alter, die machen das nicht mehr mit. Wir nehmen noch lilanes Band, was wir haben. So weiß ich, okay, Kollege, hier ist noch ein Klebeband, was du abziehen musst. Und das sorgt dafür, dass dieses Transition Tape tatsächlich da bleibt, ja, wo es sein soll. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Jetzt kommt nämlich der beschissenste Teil. Oder das Schwierigste von allem. Das drücken wir jetzt mal nicht so fest an. Weil jetzt geht es hier um das Design. Jetzt haben wir noch ein Klebeband. Und zwar sogenanntes Zierlinienband. Das sorgt dafür, dass wir wirklich richtig, richtig weiche Kanten haben später. Und das müssen wir jetzt relativ präzise kleben. So, Farbe fertig machen. So, und jetzt gehen wir erst an die Stellen, wo wir wissen, da haben wir sowieso schon Scheiße gebaut. Und nebeln das ein bisschen. Das sorgt dafür, dass wir da noch mal ein bisschen besser Haftung bekommen. Jetzt gehen wir einmal in Vollgang. So, jetzt haben wir das Ganze ausgenebelt. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Zumindest mit dem Basislack. Aber so ist okay. So, ich muss jetzt die Pistolen sauber machen. Wir sehen uns dann gleich, wenn es weitergeht mit dem Klarlack. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt müssen wir den Klarlack setzen. Beim Klarlack müssen wir jetzt aufpassen. Wir wollen uns ja hier die Kante nicht... Ja, immer diese Husky-Haare. Wir wollen ja jetzt nicht, dass hier eine fette Kante entsteht. Genauso wenig wie hier oder hier oder hier. Das heißt, wir müssen jetzt tierisch aufpassen, wenn wir den Klarlack spritzen. Ich mische ihn eben an und zeige euch dann, wie man das Ganze macht.
10 and said I need a verse. I said give me like 30, I did it in 15 for real. I've been on fire, they want me to chill. I've been on fire, they want me to. Look, it's been a long time coming. They ain't cut from my clock, they tugging. Putting up numbers. Lieber Klarlack, ne? Der macht mich ja fertig irgendwann. Ich sage es euch. So, wir ziehen den Ball jetzt glatt. Weitestgehend. So, für den ersten Gang ist es okay. Beziehungsweise für den ersten anderthalb Gang. So, jetzt müssen wir den mal ein bisschen anziehen lassen. Das ist jetzt ein extrem langer Härter. So ist es okay. Es ist halt jetzt ein extrem langer Härter. Das heißt, der wird jetzt ein bisschen länger brauchen, um anzuziehen. Okay. Wir warten jetzt. Weiß nicht, 10 Minuten dauert der, glaube ich. Okay. So, das ist jetzt der erste Gang. So, und wichtig ist, dass ihr dann beim ersten Gang hier die Kanten noch nicht mitmacht. Ja. Ihr seht, ich habe die Kanten noch nicht mitgemacht. Die machen wir erst im zweiten Gang, weil wir so verhindern, dass wir hier eine fette Aufschwemmung bekommen. Das ist tatsächlich das, was die meisten Lackierer nicht beachten. Die hauen oft einfach zwei volle Gänge da drauf. Ja, und dann wunderst du dich im Finish nachher. Hä, warum habe ich denn da jetzt so eine fette Abrisskante? Ja, Leute, das liegt genau daran. Macht den ersten Gang nicht komplett. Macht ihn glatt, aber macht die Kanten nicht mit. Das ist ultra wichtig. Das kommt erst im zweiten Gang. Und erst dann können wir sagen, gut, das hat gut funktioniert. Weil erst dann wissen wir, oder beziehungsweise erst dann können wir da das Material aufbauen. Und dann ist das Material dort so dünn, dass es in der Regel eigentlich reicht, mit einer Finish-Politur drüber zu gehen. Und das Ding ist fertig. So, ich gehe jetzt hier noch raus. Oh. Die Luft hier drin ist echt übel. Und melde mich in 10 Minuten nochmal. Wenn wir den zweiten Gang machen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und die Kante ist vollkommen in Ordnung. Ja, langsam werde ich mit dem Klarlack auch einigermaßen fit. Das Klarlackbild ist auf jeden Fall okay. Hoffen wir mal, dass es sich so hält. An der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Und dann werden wir hier mal das Finish machen. Auch für die Kante irgendwie. Damit ihr auch wisst, wie das Ganze funktioniert. Und dann wisst ihr, wie man einen Beilack auch eben mal schnell ja, zu Hause machen kann. Also, weiter gucken. So. Ihr seht auch hier, das Klarlackbild ist wieder nicht perfekt. Aber diesmal ist es auf jeden Fall so, dass wir es finishen können. Der nächste Tag ist angebrochen, es ist wieder unglaublich hell. Es geht. Also das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut finishen, was wir hier fabriziert haben. Das werden wir jetzt auch machen. Und ihr kennt das Spielchen eigentlich schon von meinem letzten Video. Wir greifen das jetzt nochmal kurz auf. Ich schleife das Ganze jetzt nochmal. Schön mit Tausender, mit dem Accenter, mit dem neuen Juhu. Und dann kümmern wir uns mal um den Rest. Dann machen wir hier die Kanten mal schön. Und dann zeige ich euch, wie das Endergebnis aussieht. Weil hier werden wir dann auch nochmal schön mit 3000er auf jeden Fall schleifen müssen. Die Kante ist nicht ganz so perfekt geworden wie gehofft. Aber mein Gott, passiert. Auf dem Weg erstmal in die Halle ist mir riesen Scheiße passiert. Da ist der Gaszug vom T4 gerissen. Ich durfte heute mit der Bahn fahren. Kann ich keinen empfehlen. Bahnfahren ist so ein Mist. Ja, diesmal müssen wir halt ein bisschen besser aufpassen, weil ich habe keinen Bock, den Scheiß nochmal zu lackieren. Ich sage euch, ich habe da keinen Nerv drauf. Aber von der Struktur her geht's auf jeden Fall. Also hätte schlimmer sein können, wie zum Beispiel bei den Türen. Ihr müsst da halt echt aufpassen, wenn ihr mit dem Accenter schleift. Am einfachsten ist natürlich, wenn ihr mit dem Klotz hier lang geht. Da habt ihr mehr Kontrolle.
Vor allem auch hier so Staubeinschlüsschen. Kriegt ihr damit in der Regel besser weg. Mit einem Klotz, wenn ihr es noch nicht so lange macht. Ja, die zusätzlichen kreisenden Bewegungen beim Exzenter sorgen dafür, dass ich nicht zu lange auf einer Stelle rumschrabbe. Das kann euch in gewissen Situationen wirklich den Arsch retten. So, meine Lieben, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ich mache das ganze Ding jetzt hier mal fertig. Wir schleifen das Ganze jetzt gleich mal mit 1500er Klotz. Dann mit 2000er, dann mit 3000er, schön nass. Dann polieren wir das Ganze mal auf und dann zeige ich euch das Endergebnis von dem Beilack. Diese Pollen machen mich fertig, ja. So, meine Lieben, ich habe euch ja versprochen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben jetzt schon mal poliert, wir haben auch schon geschliffen. Habt ihr ja eben gesehen. Na, schön mit 1500er. Wir werden auf jeden Fall die Seitenwand noch mal ein bisschen mehr klotzen mit 1500er, weil, ich zeige euch das jetzt noch mal, aus einem bestimmten Winkel sieht man halt hier noch so ein bisschen die Kanten vom, ja, Abdecken unserer Designlackierung. Aber ihr seht auch jetzt hier, man sieht eigentlich nichts mehr vom Beilackieren. Wir haben jetzt hier wirklich nur, ja, ein bisschen mit Cut-Politur poliert. Und man sieht wirklich eigentlich gar nicht mehr, dass wir hier beilackiert haben. Jetzt bin ich auch zufrieden mit dem Klarlackbild. Das ist vollkommen in Ordnung. Damit können wir leben. Wir haben nichts durchgeschliffen. Wir haben nichts durchpoliert. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Diesmal war es wirklich ein längeres Video. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man, ja, zu Hause auch mit der Dose könnt ihr das genauso machen. Könnt ihr auch genauso beilackieren. Das ist wirklich kein Hexenwerk. An der Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns innerhalb meiner nächsten Videos.